Rückblick zu machen, das, was wir erlebt haben, das, was wir geschafft haben, welche Ziele wir verfolgt haben dieses Jahr, was wir alles erlebt haben, gemacht haben, ob wir es erzielt haben, diese Ziele oder nicht. Aber ich will heute mit uns über das reden, was Gott gemacht hat. Nicht, was wir Menschen gemacht haben, sondern das, was Gott gemacht hat. Denn was Gott an uns Menschen gemacht hat, diese Liebe, diese Gnade, Geborgenheit, der Segen, Barmherzigkeit, Güte, alles dieses, das hat den Ursprung in der Liebe. Und über diese großartige Liebe wollte ich heute sprechen. Ich wollte anhand von drei Bibelstellen, die jedem von uns hier bekannt sind, ganz bestimmt, jeder kennt diese drei Bibelstellen, und einfach wieder in Erinnerung rufen, wie großartig die Liebe Gottes ist. Wie gewaltig, vollkommen und unaussprechlich. Lass uns die erste Bibelstelle lesen aus 1. Mose 3, Vers 9. 1. Mose 3, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Wisst ihr, wenn man diese Stellen liest, wenn man ganz genau diese Aussage betrachtet, wo bist du, haben wir uns eigentlich Gedanken darüber gemacht, was das für die Menschheit bedeutet hat, was Gott damals gemacht hat. Wie großartig diese Entscheidung Gottes war, diese Aussage zu treffen. Lasst uns mal ein Bild machen, was damals geschehen ist. Wir wissen, dass Gott die Welt perfekt geschaffen hat. Er hat gesagt, es war sehr gut. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, als die Krönung der Schöpfung. Und Gott hat die Natur so gemacht und dem Menschen alles geschenkt und gesagt, du bist der Herr, du darfst alles bewirtschaften, ich gebe es dir, ich vertraue alles in deine Hände. Und was hat der Mensch gemacht? Der Mensch, der wendet sich ab von Gott. Der Mensch, der will seinen eigenen Weg gehen. Er entscheidet sich sogar gegen Gott, indem er gesündigt hat. Und der Mensch flieht vor Gott. Er versteckt sich. Und er bekennt seine Sünden nicht. Im 8. Vers lesen wir: Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Wisst ihr, wenn man ein bisschen sich mehr Zeit nimmt und über das nachdenkt, was eigentlich passiert ist, was Gott für den Menschen gemacht hat und was der Mensch Gott zurückgegeben hat. Und dann denken wir, welche Möglichkeit hat jetzt Gott, der Mensch sündigt, was für Möglichkeiten hat Gott mit den Menschen, mit der Welt vorzugehen? Und wisst ihr, das ist die Entscheidung, die wir manchmal sehr oft vergessen. Gott, der Schöpfer, er sucht sein Geschöpf, er ruft, er tut alles Mögliche, um wieder diese Gemeinschaft zu haben, die der Mensch zerstört hat. Gott wählt die Möglichkeit und den Plan der Liebe. Er will diese Gemeinschaft wiederherstellen. Er hat den Menschen geschaffen für die Gemeinschaft, für den Kontakt mit den Menschen. Der Mensch hat sich gegen Gott gesetzt und Gott geht ihm nach. Nicht der Mensch, sondern Gott. Wisst ihr, Gott entscheidet sich für die Arbeit, Gott entscheidet sich für die Mühe, Gott entscheidet sich für das Leiden und für die Schmerzen, damit der Mensch diese Liebe verspüren kann. Und Gott macht ein Wunder. Er macht ein Geheimnis. Und dieses großartige Wunder und Geheimnis, diese Stelle lesen, kennen wir auch alle ganz deutlich, ganz bestimmt, Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott geht den schwierigen Weg, damit der Mensch es einfach hat. Wisst ihr, Gott verfolgt ein Ziel, einen Plan mit den Menschen sehr genau und sehr konsequent. Und er lässt das nicht irgendwie geschehen, sondern er macht es ganz genau, damit alle Menschen, alle Nationalitäten, alle Gesellschaftsschichten, alle Bildungsschichten und so weiter, damit alle zum Herrn kommen, durch den Herrn Jesus Christus. Die Mühe
und die Leiden, die Jesus Christus für uns am Kreuz erduldet hat, das können wir nicht beschreiben. Das können wir weder erahnen noch, wir können nur daran glauben. Aber es hat auch wieder ein Ziel. Wo der Mensch gesündigt hat, da hat Gott einen Plan erstellt. Den ersten Schritt hat wieder Gott gemacht. Er ist dem Menschen entgegengetan. Dann hat er den Sohn Gottes geschickt. Und die Ehe, und das alles für ein ganz bestimmten Ziel. Und das lesen wir in Johannes 14, Vers 3. Diese Bibelstelle kennen wir auch alle ganz genau. Und wenn ich hingehe, das sagt Jesus, will euch eine Stätte zubereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Diese ganze Arbeit, die Gott macht, das macht er alles für diese eine Ziel. Und das ist die Ewigkeit, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit Gott. Er will die Ewigkeit mit den Menschen verbringen. Er will den Menschen nicht vernichten. Er will ihn nicht bestrafen. Die Strafe nimmt er lieber auf sich, damit der Mensch es schafft, damit der Mensch die Möglichkeit hat, zu Gott zu kommen. Der Mensch hat die Gemeinschaft zerstört. Aber Gott macht sich die Arbeit, sie wieder herzustellen. Und Gott hat es wieder. Wenn wir diesen Plan Gottes kennen, wenn wir ihn verstehen und durchgeblickt haben, so wissen wir, dass er wieder perfekt ist. Denn das, was damals im Eden passiert, das wird nie wieder passieren. Denn Gott hat einen Plan erstellt, wo die Sünde für allemal zerstört wird, wo die Sünde von Gott für immer, für die Ewigkeit getrennt wird. Und in diesem hat auch der Mensch die Möglichkeit oder den freien Willen zu entscheiden, wo will ich hingehen? Was will ich? Will ich die Liebe Gottes spüren jeden Tag? Oder will ich es zur Seite schieben? Wisst ihr, die große Liebe Gottes ins Tiefe, ins Detail zu verstehen, das können wir nicht. Aber eins können wir. Wir können daran glauben. Und egal, was wir in diesem Jahr erlebt haben, eins müssen wir wissen, es geschieht alles durch die Liebe, auch unsere Leiden. Und die Leiden, die wir gemacht haben, sind lange nicht so, die Leiden der Herr, unser Gott, für uns erduldet hat. Und deshalb, wir sollen alles so hinnehmen, wie Gott es uns gegeben hat. Wir können nicht alles verstehen, wir werden es auch nicht alles machen. Aber wir können eins wissen, der Herr Jesus und unser Gott und der Heilige Geist, die lieben uns. Und die lieben uns viel mehr, als wir es uns vorstellen können und viel mehr, als wir die Liebe weitergeben können. Und das Besondere ist, wenn wir diese Liebe erwidern, Adam hat sich versteckt. Adam hat die Frau schuldig gemacht, die Frau hat die Schlange schuldig gemacht. Aber wenn wir diese Liebe zu Gott diesen Schritt tun und sagen, ja Herr, ich bin schuldig, ich kann ohne deine Liebe nicht, dann wird Gott uns die Ewigkeit geben, die wir uns nicht erträumt haben. Und deshalb, es lohnt sich, mit dem Herrn zu gehen, egal wie schwer es ist. Und schwer haben wir es nicht. Wir leben in einem Land, wo wir alles Mögliche haben, wo wir weder Krieg noch irgendwelche Hungersnöte haben. Das haben andere. Wir sehen es nur. Wir können es vielleicht nur von Geschichten her. Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Aber eins müssen wir wissen, der Herr liebt uns und er wird uns nie im Stich lassen. Amen. Lasst uns zusammen noch beten. Jahre schwinden wieder Morgentau.
sei bereit, wenn Gott dich ruft, gehst du dann auch eins zur ewigen Ruhe dort sind. Schon die Heiligen ohne Zahl ewig rühmen sie, dass Gottes Lob dort sind. Schon die Heiligen ohne Zahl ewig rühmen sie, dass Gottes Lob. Darum weihe dich dem Heiland hier lange. Früchte schon bei dir, merke, schnell entflieht die Lebenszeit. Darum denk daran und sei bereit, merke, schnell entflieht die Lebenszeit. Darum